Ja, nun waren schon so viele einführende Worte. Es ist immer interessant, wenn man vorgestellt wird, was ankommt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und zu dem Tag der Lehre hier beizutragen. Mal sehen, wie weit ich diese doch hochgesteckten Erwartungen jetzt auch erfüllen kann. Und möchte eben hier zum Tag der Lehre mit der Analyse studienrelevanter Heterogenität auch eine Forschungsperspektive beitragen. Vor allen Dingen in den Workshops wird es noch sehr viel um praktische Fragen der Gestaltung von Lehre gehen. Und vielleicht kann ich hierzu noch so einen gewissen Rahmen liefern, wozu, warum tun wir das überhaupt. Und das erklärt jetzt eben auch diesen sperrigen Titel. Ich habe mich nicht für Diversität entschieden, sondern Heterogenität. Das soll die Forschungsperspektive signalisieren. Und jetzt müssen wir gucken, ob es auch weitergeht. Noch nicht. Genau. Und was Sie im Einzelnen erwartet, habe ich kurz hier aufgeführt. Ich möchte einsteigen nochmal mit Bedeutung Heterogenität, Diversität im Hochschulkontext, um da auch etwas zu unterscheiden zwischen Perspektiven der Forschung und der Praxis oder Entwicklung. Ausgewählte, wirklich eher exemplarisch Forschungsbefunde berichten und dann mir den Qualitätspakt Lehre und Entwicklung in der Studieneingangsphase genauer anschauen. Also weniger Diversity-spezifische Maßnahmen, wo das gleich vielleicht obendrauf steht und erkennbar ist, sondern eher allgemeine Entwicklungen anschauen, inwieweit es hier auch zum Umgang mit Diversität beiträgt. Und ich hoffe, dass wir am Ende dann auch Gelegenheit haben, noch über das kreative Potenzial zu diskutieren. Und zum Einstieg habe ich ein Beispiel mitgebracht, was mir als Anecdotal Evidence vor einigen Jahren zugelaufen ist, als ich noch viel stärker im Bereich Interkulturelles und Internationalisierung tätig war. Und dieses Beispiel, ich nutze das immer wieder gerne, weil es sehr kompakt darstellt, wie wir im Hochschulalltag doch uns auf Selbstverständlichkeiten verlassen, die im Zuge der eben auch schon erwähnten Entwicklungen oder Aufmerksamkeit für Diversität, Heterogenität nicht mehr so selbstverständlich sind und zum Teil auch zu Irritationen und Herausforderungen führen. Mitgebracht habe ich eine E-Mail, die mir eben zugelaufen ist in der Form, dass eine Professorin sehr entrüstet davon berichtet hat, dass doch jetzt wirklich die Normen und Werte, die Qualität der Hochschule, der Universität in Gefahr ist. Und schauen wir uns das mal genauer an. Hallo Susanne, ich bin Juan und ich komme aus Spanien. So, ich nehme an Erasmus-Programm teil und ich bin immer abwesend auf Ihren Vorlesungen. Ich würde gern wissen, ob ich meine Notizen von Einführung in die Kommunikation und Medienwissenschaft mit anderem Buch ergänzen muss. Ich würde das machen, aber es ist zu schwierig für mich, auswendig auf Deutsch lernen. Muss ich auch eine Prüfung machen, ob ich eine Note haben muss? Danke für alles, viele Grüße, Juan. Vielleicht kommen Ihnen diese Fragen von Juan bekannt vor. Waren Sie selbst schon Empfänger oder Schreiberin so einer E-Mail? Und vielleicht verstehen Sie auch, können Sie auch nachvollziehen, inwieweit die Professorin nicht ganz begeistert war von dieser Mail. Und was hat das aber jetzt eigentlich mit Heterogenität zu tun? Der erste Hinweis ergibt sich vielleicht daraus, dass Juan selbst seine Herkunft thematisiert und seinen Status als Erasmus-Student. Und wenn ich jetzt als Linguistin, könnte ich auch noch weiter gucken mit die sprachlichen Besonderheiten. Ist abwesend, ist er wirklich abwesend oder ist es jetzt aus der DAF-Perspektive vielleicht nur ein Präfix, den er da verwechselt hat? Können wir uns alles anschauen. Aber ich finde noch spannender, was ich hier auch hervorgehoben habe, das sind die Fragen, die er stellt und die Unklarheiten, die herrschen, diese Selbstverständlichkeiten, die nicht so selbstverständlich für ihn sind. Und das beginnt eigentlich schon, das fragt er nicht, aber das sehen wir, es sind Anforderungen an Kontakt und Kooperation, fängt an mit der Anredekonvention. Es geht aber weiter, Anforderungen im Hinblick auf formale Vorgaben, Anwesenheitsregelungen, Prüfungen, Noten und so weiter. Wir haben dann auch noch inhaltliche Leistungserwartungen, die man mehr oder weniger kennt, mit denen Studierende mehr oder weniger souverän umgehen können. Und am Ende auch noch die Frage von Lernaktivitäten, den Lernmodus zu finden. Das ist relativ vielfältig und eine große Bandbreite, allein der Hinweis aus Spanien und Erasmus-Student, dahinter verbirgt sich eben sehr viel.
Und wenn wir diese Bandbreite anschauen, dann wird vielleicht auch die Entrüstung der Professorin klar. Denn wenn wir Juan und die Professorin damit alleine lassen, wenn die alleine sich darum kümmern müssen, dann ist das relativ viel. Und man fragt sich als Lehrende vielleicht sehr schnell, dafür soll ich jetzt auch noch zuständig sein? Wie soll ich denn das so schnell vermitteln? Und Heterogenität in diesem Sinne wird also häufig zu einer Herausforderung und dahinter und verloren gehen die mit Diversität verbundenen Potenziale, die ich vor allen Dingen darum sehe, dass Selbstverständlichkeiten in Frage stehen. Sie werden transparent und man kann sie vielleicht bearbeiten und findet dann eine Lösung, die nicht nur für Juan, nicht nur in diesem Einzelfall und vielleicht auch nicht nur für die Gruppe der Erasmus-Studierenden hilfreich sind, sondern die gesamte Hochschule betreffen und also viel mehr Studierenden zugutekommen. Damit meine ich eben auch Lehr- und Hochschulentwicklung. Es geht nicht nur um mikrodidaktische kleine Lösungen, sondern wie man in diesem Moment dann handeln könnte, sondern eigentlich um das große Ganze. Ja, und für diesen Perspektivwechsel von Herausforderungen auch hin zu Potenzialen möchte ich zwischen einer Perspektive der Forschung und der Entwicklung und Praxis unterscheiden. Und da eignen sich die Begriffe ganz gut, dass man eben bei Heterogenität einen deskriptiven Forschungsbegriff hat, mit dem man Unterscheidungen treffen kann, um Gruppen wie in der Sozialerhebung, die Frau Klein geführt hat, auch erstmal zu unterscheiden, die Zusammensetzung zu erfassen und dabei soziale Merkmale wie eben Bildungsherkunft beispielsweise, aber auch individuelle Aspekte wie die Studienmotivation. Und was oft vernachlässigt wird, aber was natürlich an Hochschulen wichtig ist, sind organisationale Unterschiede. Das sind die Studienphasen, die Studiengänge, Fachbereiche, Fachgruppen oder auch die Hochschultypen. Und das wäre eben unter Heterogenität zu fassen. Selten wird da die Gesamtheit analysiert, aber einzelne Aspekte. Und wir gewinnen ein mehr oder weniger vollständiges Bild hier. Von daher ist jetzt Heterogenität für mich nicht nur diese Defizitperspektive, sondern eben ein analytischer Blick, der auch erstmal deskriptiv vorgeht. Diversität würde ich dagegen eher für den Bereich der Lehr- und Hochschulentwicklung reservieren oder in Anspruch nehmen. Und programmatischer Begriff steht hier insofern, als damit eben auch ein bestimmter Auftrag an die Hochschulen, Bildungsgerechtigkeit, viel schon Öffnung der Hochschulen, diese Dinge mit einhergehen, also auch Handlungsbedarfe mitschwingen, wie das Motto des Tags der Lehre hier, Diversität als Potenzial. Und es geht dabei um den praktischen Umgang mit Diversität, wo sicherlich auch noch Einzelaspekte bearbeitet werden oder Thema sind, oft aber auch Diversität als Ganzes betrachtet wird. Und zur Illustration nur das Diversity-Rad oder die verschiedenen Ebenen von Dimensionen von Diversität, die im Diversity-Management oft betrachtet werden oder das als Abbildung, was da herangezogen wird. Das so als Unterscheidung oder als auch Begründung, warum in meinem Titel Heterogenität steht. Und nun schauen wir mal, was kann denn die Forschung da überhaupt bieten, außer diesen Zahlen, wie sich jetzt bestimmte Gruppenmerkmale an den Hochschulen entwickelt haben. Und vielleicht erstmal ein grober Blick. Aktuelle Arbeiten betrachten eben mehr oder weniger ausgewählte Heterogenitätsaspekte. Ich habe hier die Sozialerhebung, aber auch Studien vom DZHW oder CHE. Und neben der Zusammensetzung finden wir jetzt auch zunehmend Studien zur Frage von Zusammenhängen zwischen Diversitäts- oder Heterogenitätsaspekten und Studienerfolg. Häufig quantitativ, und da ist eben zu berücksichtigen, wir haben es mit Wahrscheinlichkeiten, Tendenzen und so weiter zu tun, wo wir vorsichtig sein müssen, ob wir das auf den Einzelfall übertragen können und sagen können, inwiefern kann ich von Gruppenmerkmalen und Aussagen darauf schließen. Wir finden aber auch, ich habe nur als Beispiel hier oben rechts von Lars Schmidt qualitative Studien hier im Fall. Hier geht es vor allen Dingen um die Studienpioniere, wo das eher ganzheitlich beleuchtet wird. Als Beispiel, welche Merkmale denn gerade im Fachdiskurs, aber auch im hochschulpolitischen Diskurs immer wieder behandelt oder Erwähnung finden. Das sind Aspekte, die die eben aufgeführte Studie vom CHE genauer in den Blick nimmt.
Und wir finden hier natürlich ganz wichtige Hinweise für Aufbildungsungleichheiten, die für die Hochschulpolitik, aber auch für Hochschulleitungen sehr wichtig sind. Inwieweit kommt man denn bestimmten Zielen hier auch nach oder vielleicht auch weniger? Und auf der anderen Seite ist dann immer wieder das Problem, wenn es um konkrete Lehrentwicklung, Studienprogramme oder um meine eigenen Lehrveranstaltungen geht, was mache ich mit diesen Risikogruppen, die dann doch oft übrig bleiben? Von den so komplexen Studien, die viele Zusammenhänge beleuchten, haben wir dann plötzlich bestimmte Gruppen im Kopf, wo wir wissen, na, die schneiden eben beim Studienerfolg vielleicht nicht so gut ab. Und wir kennen alle dieses Problem, man sieht diese Gruppe eben statistisch als, da müsste man doch was tun, und das Programm, was dann manche Hochschulen entwickelt haben, wird aber gar nicht angenommen, weil bestimmte Merkmale vielleicht auch nicht das sind, wonach ich mich selbst einordnen würde. Also hier besteht eine gewisse Gefahr, die Angebote zu Zielgruppen spezifisch nur auf soziale Merkmale hin auszurichten. Und wir haben bei dem Hamburger Projekt, was eben schon Erwähnung gefunden hat, das Projekt Stufe, das wurde also da schon vorgelesen, versucht, einen möglichst breiten Ansatz zu finden, um auch das, was ich bei der Mail von Frau Hanne eben vorgelesen habe, also möglichst umfassend einen Blick zu werfen auf das, was mit Heterogenität auch verbunden ist. Es geht um gelingendes Studieren mit Blick auf Individuelles und Institutionelles. Das ist uns vor allen Dingen da sehr wichtig, eben auch die Institutionen und wie die sich vielleicht verändern muss, mit in den Blick zu nehmen. Wir unterscheiden unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen oder Aspekte und haben die Idee von Studienerfolg auch relativ weit gefasst mit dem Begriff des gelingenden Studierens. Hier tauchen einmal wieder die Studienanforderungen auf, die ich versucht habe, Ihnen schon mit der E-Mail von Juan etwas näher zu bringen, also gelingendes Studieren als Umgang mit institutionellen Studienanforderungen und zugleich aber auch das Realisieren individueller Studienziele. Und ich gucke jetzt ein bisschen genauer auf diese Studienanforderungen anhand unserer Untersuchungen an vier Partnerhochschulen als Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre sind wir eben nicht nur an der Universität Hamburg, sondern auch noch an drei weiteren Hochschulen, haben dort Interviews durchgeführt, aber auch eine Längsschnittstudie, wo jetzt Daten aus zwei Wellen bereits vorliegen. Und Studienanforderungen ist jetzt theoretisch gefasst, und das sieht man, glaube ich, auch mit der Mail von Juan im Hintergrund. Da geht es um die Schnittstelle von individuellen und institutionellen Bedingungen, und wir haben das herausgearbeitet und weiter ausdifferenziert anhand von qualitativen Untersuchungen zur Herausforderung der Studieneingangsphase und unterscheiden theoretisch zwischen vier Dimensionen. Und einmal sind es eben inhaltliche Anforderungen, das würde uns vielleicht auch immer schnell einfallen, als wichtig für Gelingen, nämlich mit den Studieninhalten umgehen zu können. Und das Personale ist aber, was wir gleich sehen werden, mindestens genauso wichtig, oder für Studierende wird es oft besonders zur Herausforderung. Es geht dabei um Aspekte von Lern- und Selbstorganisation bis hin zur Lebensorganisation. Dann die sozialen Anforderungen sind die, die sich aus dem Kontakt und der Kooperation ergeben, und auch die organisatorischen sind nicht zu vernachlässigen. Hier geht es um den Umgang mit Regeln und Rahmenbedingungen, formalen Vorgaben an Hochschulen. Das ist zum Konzept, und wir haben anhand der qualitativen Studien schon auch herausarbeiten können, inwieweit das eigentlich auch mit diesen sozialen Aspekten von Heterogenität zusammenhängt. Wie also Studierende selbst in Interviews etwas Relevanz setzen, wie Bildungsherkunft und dann besondere Herausforderungen formulieren. Also hier sieht man schon Zusammenhänge, und wir haben dann aber auch versucht, das nochmal quantitativ zu wenden und haben in unseren Befragungen an diesen vier Hochschulen auch sowohl am Studienbeginn als auch nach einem Studienjahr nach diesen Herausforderungen gefragt, und wie Studierende selbst das wahrnehmen.
Da gab es eben die Frage, schätzen Sie ein, wie leicht und schwer es Ihnen im ersten Studienjahr gefallen ist, mit den folgenden Anforderungen umzugehen. Auf der linken Seite finden Sie noch einmal diese vier theoretischen Dimensionen und anhand der quantitativen Daten konnten wir dann das noch etwas ausdifferenzieren. Also wir finden wieder Lernaktivitäten organisieren, mit Leistungsdruck und Misserfolg umgehen, die Studienorganisation bewältigen, Wissenschaftsmodus, also auch sich darauf einstellen, Studienfachinteresse entwickeln und Anwendungsbezüge des Studienfachs entdecken, aber auch Kontakt und Kooperation. Nun, es ist aber so, da fallen erstmal, wenn Sie sich jetzt angeschaut haben, hier unten, also die niedrigen Werte würden auf, das ist sehr schwer hindeuten. Die Studierenden schätzen, dass wenn das die Mittelwerte alle so bei 3,17 bis 3,75 liegen, erstmal gar nicht so schwer eine Mitte. Interessant ist aber schon, wenn es auch kleine Differenzen sind, dass das Personale auf jeden Fall vor den Inhaltlichen steht. Sollte uns vielleicht auch zu denken geben. Und also eher positive Einschätzung, Rangfolge ist interessant, müssen aber, und da habe ich zum Glück in Statistik bewanderte Kollegin, uns die Daten genauer angucken, was verbirgt sich hinter diesen Mittelwerten. Die Standardabweichung ist gar nicht so groß, aber man kann mit Verfahren wie der latenten Profilanalyse, wie ich auch gelernt habe, nochmal hinter diese Kulissen schauen und entdeckt dann doch, dass es zwar eine Durchschnittsgruppe gibt, das wäre diese rote Linie, da entsprechen die Werte, die Einschätzungen, wie hier unten finden Sie noch einmal die Studienanforderungen. Diese rote Linie, das ist auch die größte Gruppe, wie Sie sehen, mit 57%, liegt so da, wo der Durchschnitt eben auch lag. Wir haben aber zwei Gruppen, die immerhin noch mal ungefähr 300 Studierende bei den 1300, die wir befragt haben, umfassen, die doch deutlich drüber, aber auch drunter liegen. Und da noch mal zeigt sich, dass gerade auch im Bereich der Lernaktivitäten die Werte relativ weit auseinanderfallen und das Personale also noch mal deutlicher wird als Herausforderung. Also das ist auch eine Form, Heterogenität zu beschreiben, indem man die Anforderungswahrnehmung da als Maßstab nimmt. Genauso interessant wäre jetzt natürlich, wer ist das eigentlich? Wer ist da in den Gruppen drin? Und gerade wenn man solche Daten auch nutzen will für die Lehr- und Hochschulentwicklung, es sind natürlich hochschulspezifische Ergebnisse zu Fachgruppen, wären da interessant, Studienphasen, also wir wissen jetzt, es ist das erste Studienjahr. Ich habe jetzt mal, weil natürlich auch immer die Frage ist, so nach den sozialen Kriterien, relativ erwartungskonform finden wir das, was auch in anderen Studien ist, dass die Gruppe, die Anforderungen eher leichter einschätzt, im Hinblick, also dass da der Anteil von denjenigen, die das Abitur haben, größer ist, dass vielleicht schon interessanter viele eine Berufsausbildung haben und interessant auch die Erwerbstätigkeit bei dieser Gruppe da drin ist. Da fallen oft auch die Untersuchungen auseinander, ob nun Erwerbstätigkeit eine Belastung ist oder auch förderlich ist für den Studienerfolg. Es hängt oft zusammen mit der Nähe der Erwerbstätigkeit zum Studiengang. Genau, aber wir finden auch wieder bei der Gruppe, die Anforderungen eher schwer einschätzt oder etwas schwerer, auch wieder übliche verdächtige Merkmale, nicht Personen, höherer Frauenanteil, was selbst mit Studien zur Selbsteinschätzung einhergeht, Kind, gesundheitliche Beeinträchtigung, Migrationshintergrund. Ich habe die aufgeführt, möchte aber dazu sagen, Vorsicht. Es geht nur darum, wir haben in diese Gruppen hineingeschaut, wo sind die Anteile etwas größer. Das muss man erstmal auch nochmal stärker auf Signifikanzen überprüfen. Und vielleicht wäre es ja interessanter, sich auch eher die Studienrichtungen anzuschauen, die Fakultäten, wo liegen da die Anforderungen. Es geht also um den Blick zu weiten. Ich möchte aber auch zeigen, wir ignorieren das jetzt nicht und bieten nicht eine ganz andere Sicht, sondern eher eine erweiterte an. Das ist die Idee dahinter. Ja, nun das also nochmal als ein vielleicht erweiterter Blick auf Heterogenität und die Frage, die ich nun auch im Hinblick eher auf die Praxis stellen möchte, ist, inwiefern denn Angebote für den Studieneinstieg Unterstützung beim Umgang mit diesen Anforderungen bieten.
Also das ist meine Brille, die ich aufsetze. Und inwieweit, wenn die Unterstützung bieten, inwieweit kann man das vielleicht auch als Beitrag zum Umgang mit Diversität sehen? Auch hier beziehe ich mich wieder auf Forschung. Diesmal sind es qualitative Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, anhand erstmal der Projektdarstellung aus dem Qualitätspakt Lehre von Projekten, die sich auf den Studieneingang und Heterogenität beziehen, laut der Einordnung beim BMBF. Wir haben aber gleichzeitig an unseren Partnerhochschulen auch Experteninterviews durchgeführt und haben dann diese Vielfalt an Projekten. Also, wie viele Teilprojekte sind es hier genau? Ich weiß, dass Sie, wenn Sie dann vorstellen, das nochmal an 80 Hochschulen, ist das schon interessant. Also wir haben es natürlich eingegrenzt auf Studieneingangsphase und trotzdem war das eine relativ große Vielfalt. Und beim Systematisieren haben wir uns angeschaut, einmal was die Organisationsform, was sind das für Angebote, also Angebote, die sich an Studierende richten, und dann aber auch die hochschuldidaktischen Formate. Und das Wichtigste, was dann auch die Grundlage oder ein wichtiges Kriterium für die Typologie war, ist, inwiefern werden oder welche Studienanforderungen werden denn adressiert in diesen Maßnahmen. Und mit Absicht ist die Typologie, die in Kurzform so aussieht, da ganz unleserlich dargestellt. Denn ich möchte jetzt nur das als Resultat eben darstellen, dass wir erwähnen, dass wir 9 Typen herausgefunden haben und werde auf 4 davon genauer eingehen. Und da werden Sie schon sehen, dass Sie einiges, was hier auch im KISS-Projekt gefördert wird oder ansonsten schon besteht, werden Sie sicherlich Parallelen finden. Ich gehe auf Beispiele unserer Partnerhochschulen ein und vereinfache einfach diese Typologie noch etwas, weil sich das für eine Diskussion doch besser eignet. Und zwar habe ich eben gesagt, ein wichtiges Kriterium zur Unterscheidung dieser Angebote waren, inwiefern sie Studienanforderungen adressieren. Und wir unterscheiden hier einmal Angebote, die eher punktuell spezifische Anforderungen berücksichtigen oder ein ganz breites Spektrum erfassen. Gar nicht so sehr welche, wobei das auch gleich noch eine Rolle spielen wird, aber inwieweit werden denn die Anforderungen, die ich eben gezeigt habe, ist aber noch nicht vorbei. Ne? Ist doch gut, zwischendurch nochmal so einen Gong zu haben. Also einmal dieses Spektrum an Studienanforderungen, es wird gleich klarer, was ich damit meine. Diese andere Dimension, die werden Sie sicherlich auch wieder erkennen, weil letztendlich hat das was damit zu tun mit dem Spannungsfeld zwischen dezentralen und zentralen Einrichtungen, Fakultäten und eben den Bereichen, die hochschulübergreifend sind. Und zwar geht es da, inwiefern Angebote eher additiv, das bedeutet als eigene Veranstaltung, als Zusatzangebot eingerichtet sind oder eher integrativ als Bestandteil regulärer Veranstaltung beispielsweise. Das ist ein Spannungsfeld und wir sehen auch, wenn wir an unseren Partnerhochschulen Interviews durchführen oder regelmäßig zu Besuch sind, da bewegt sich viel. Dass Maßnahmen, die additiv angefangen haben, stärker verankert und verstetigt werden. Die Dynamik werden Sie sicherlich auch kennen. Und ich werde jetzt 4 Beispiele aus diesen 4 Quadranten vorstellen, einfach nur als Kontrast und meine eben damit auch unterschiedliche Ansätze für den Umgang mit Heterogenität zeigen zu können. Das erste ist eher ein Klassiker, deshalb auch ein Beispiel dafür, wie sich traditionelle hochschuldidaktische Formate im Qualitätspakt Lehre ausgeweitet haben. Also Dinge, die wir schon lange kennen, gibt es mehr, aber wir werden auch sehen, sie werden auch langsam etwas anders, das meine ich mit der Ausdifferenzierung. Vermittlung von Fachwissen, darunter haben wir vor allen Dingen Brückenkurse, aber auch Fachtutorien gefasst, also wirkliche Klassiker, die in der Hochschullehre schon lange existieren, mit denen aber auch ein bisschen was passiert ist im Qualitätspakt Lehre oder in den letzten Jahren.
Und zwar einmal geht der Tutoreneinsatz, wie hier jetzt an der THM, mit Tutorenqualifizierungen einher, was erstmal schon eine Entwicklung ist, die dann aber auch noch mehr also inhaltliche Akzente setzen, dass Tutoren zunehmend qualifiziert werden, um überfachliche Kompetenzen, also das Lernen von Studierenden zu unterstützen. Also da sind neue Akzente drin. Und ich musste noch ein weiteres hinzufügen, weil wir gerade eine Fokusgruppe an der HAW in Hamburg durchgeführt haben, wo die Kollegin auch auf die Frage, inwieweit es denn ein Beitrag, also ihr Angebot zum Umgang mit Heterogenität bietet, sie auf die vielfältigen Lernwege hingewiesen hat, die in diesem Fall Online-Lernmodule bieten für und die dann auch wieder verzahnt werden, nicht nur mit Vorkursen, sondern mit regulären Veranstaltungen, also wo auch so ein Drift hin ist zur Integration und gleichzeitig diese Individualisierung von Lernwegen, schneller, langsamer, also, aber auch medial nochmal unterschiedlich unterstützt, was ich sehr spannend fand. Also eigentlich ein Klassiker, aber auch der hat sich verändert. Was die Anforderungen angeht, stehen da natürlich eher inhaltliche im Vordergrund. Aber es ist im Bereich, im eher integrativen Bereich, weil es doch auf den Studiengang oder bestimmte Lehrveranstaltungen abgestimmt ist. Etwas anders gelagert sind dann Angebote, denen wir die Funktion zugeschrieben haben, Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitsweisen und überfachlicher Kompetenzen. Die sind hier sehr additiv abgetragen. Es wären Kompetenzworkshops, die früher oft bei der zentralen Studienberatung angesiedelt waren, auch immer noch sind, die aber Gesellschaft bekommen haben. Also ich habe hier das Beispiel der Uni Kassel, die bei uns eben auch Partnerhochschule ist, wo am Service Center Lehre ein eigener Bereich ist, Studierkompetenz stärken. Und die Palette, die sich hier hinter verbirgt, finde ich immer sehr beeindruckend. Also wie spezifisch und konkret Studierende da beim Lernen unterstützt werden und aber auch bei wissenschaftssprachlichen Herausforderungen, finde ich sehr spannend. Ich habe auch ein bisschen mir natürlich die Teilprojekte hier angeschaut. Da sind auch Parallelen und ein Aspekt, das Learning Lab, was glaube ich eben auch auf einer Postkarte draußen stand, das habe ich in Kassel sehr beeindruckend gesehen. Die haben ein ganz neues Gebäude, einen Lernort, den das Studentenwerk auch nochmal besonders mit einem besonderen Catering versiert. Nur so ein kleiner Impuls. Nein, ich glaube, das ist etwas, was... mich ein bisschen sprachlos gemacht hat, weil es einfach so präsent ist, dass sich da etwas verändert. Wer weiß, wie schnell da wieder Büros einziehen oder die müssen wir auch als Entwicklungsprozess sehen. Dass sich das eine Hochschule leisten kann, ist sicherlich nicht der Regelfall. Aber das wäre jetzt auch kein Kompetenzworkshop, aber wir sehen hier eine Veränderung, dass auch Beratung nicht mehr nur mit Sprechstunden funktioniert, sondern in diesem Lernort an der Uni Kassel sitzen sogenannte Lernkomplizen, die die Studierenden einfangen, wenn sie Probleme haben. Also es wird möglichst niedrigschwellig und ich glaube, solche Entwicklungen kennen Sie vielleicht auch. Ja, auch hier, ich habe es relativ additiv verortet und noch sehr an dem, noch eher auf der Seite von spezifischen Anforderungen. Auch da aber gibt es Tendenzen einmal in Richtung multiple Anforderungen, weil es einmal um Inhaltliches geht, aber vor allen Dingen auch um die Personalen und oft in der Verknüpfung. Also Organisation von oder Lernaktivitäten organisieren als ein Beispiel, aber auch Wissenschaftssprache sich aneignen. Und es gibt eine Tendenz in den integrativen Bereich bei diesen Angeboten oft durch Credit Points im Wahlbereich, also dass man sich das anerkennen lassen kann. Es ist aber noch jetzt am Beispiel der Uni Kassel noch nicht unbedingt ein regulärer Bestandteil von Lehrveranstaltungen, das wäre noch was anderes. Ja, also wir haben die Klassiker Brückenkurse, hier eher Kompetenzworkshops als Beispiel und als drittes, jetzt gehen wir auf die Seite der multiplen Studienanforderungen, haben wir einen Typ gefunden, den wir Begleitung im Studieneinstiegsprozess nennen, der Studierende
ja über ein Semester mindestens hinweg Unterstützung bietet bei einer Vielfalt bei der Auseinandersetzung mit der Vielfalt von Studienanforderungen. Das hier ist kein Qualitätspakt-Lehre-Projekt, sondern die HAW, da kann man auch neidisch hinschauen, hat das TSE, das Team Studieneinstieg, schon seit 2006 und bietet Erstsemester-Tutorien, die auch auf bestimmte Studiengänge und die Departments da angelegt sind. Wir finden hier auch wieder studienorganisatorische Anforderungen, inhaltliche Nähe, also da ein breites Spektrum. Ich bekomme hier schon ein Signal und zeige noch schnell das vierte Beispiel. Das ist wohl die größte Kunst, das besonders also auszuweiten, denn hier geht es um, wir haben es Anwendung von Studieninhalten genannt, hier verbergen sich projektorientiertes, forschendes Lernen, unterschiedliche hochschuldidaktische Ansätze. Ich habe hier nur ein Beispiel aus der Rechtswissenschaft der Uni Hamburg mitgebracht, wo es darum ging, Einführungsveranstaltungen gleich zu verknüpfen, nicht nur Vermittlung von Inhalten, sondern die überfachlichen Kompetenzen der Lernorganisation einzuflechten in Vorlesungsveranstaltungen. Hier würden aber sicherlich auch Bestrebungen zur Digitalisierung der Lehre, wie sie hier sind, dazugehören. Ja, die Beispiele sollten verdeutlichen, wie die Auseinandersetzung mit Diversität an den Hochschulen zu Kreativität zu führen scheint. Da passiert etwas und es schlägt sich eben in dieser Vielfalt von Studieneinstiegsangeboten wieder. Das wären jetzt alle neuen Typen, auf die ich nicht im Einzelnen eingehe. Und wenn wir jetzt gucken, was ist denn da methodisch neu, würde ich nicht sagen, dass das neu ist, sondern es ist eine Ansammlung von Gestaltungsmerkmalen, die wir aus dem Bereich guter Lehre kennen, die in Leitfäden, Handbüchern festgehalten sind. Sie finden da nur auch eine Anwendung. Hochschulspezifische Untersuchungen müssten jetzt auch noch weiter zeigen, wird das denn auch genutzt, kommt das an und unterstützt es tatsächlich den Umgang mit Heterogenität. Ich möchte noch einen kleinen Akzent setzen, und zwar ist einmal beeindruckend, was sich im Qualitätspakt Lehre tut, aber wenn ich mir die Hochschulen anschaue, ist doch die Frage, inwieweit sind das schon Gesamtkonzepte? Inwieweit ist das schon eine Abstimmung von dem, was auf der Ebene von Lernumgebungen und Lehrveranstaltungen passiert, auf der Ebene von Studiengängen bis hin zur Gesamtorganisation? Wie findet das alles zusammen? Frau Klei hat da schon viele Dinge anfangs genannt, wie Hochschulen diese Entwicklung auch begleiten können. Ein Diversity Audit mag ein Aspekt sein. Also wo, das ist ja nicht von Anfang an da, sondern wächst auch. Und da ist, denke ich mir, noch was zu tun. Und hochschulübergreifend sieht das erstmal sehr vielversprechend aus, aber an einzelnen Hochschulen ist sicherlich noch mal genauer zu gucken, wie finden diese Dinge zusammen, um sie dann auch über die Drittmittelförderung vom Qualitätspakt Lehre hinaus zu erhalten. Ich denke, das ist an vielen Hochschulen auch gerade die Frage. Ja, damit stelle ich jetzt am Ende auch nur noch offene Fragen, denn was auch zeigt, was ich interessant finden würde, auch hier mit Ihren Erfahrungen zu diskutieren. Einmal, wie eben hochschulspezifische Untersuchungen studienrelevanter Heterogenität den praktischen Umgang mit Diversität systematisch unterstützen können. Gibt es hier Beispiele? Sie hatten auch die Abteilung 8, ist es hier, Referat 8 genannt. Das wäre ja zum Beispiel eine Einrichtung und allein die Anwesenheit von Lehrenden und Personen aus diesen zentralen Bereichen, das könnte schon sehr hilfreich sein. Aber wie verbindet man das dann und nutzt es systematisch? Und das andere, das bin ich Ihnen auch schuldig geblieben, die Studienanforderungen haben sich ja sicherlich nicht ab dem dritten Semester, also nach der Studieneingangsphase, erledigt. Wie sieht es denn dann eigentlich danach aus? Aber vielleicht können wir da auch noch einen Blick drauf werfen in der Diskussion. Ja, und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.